und hier mein Hallo und willkommen zurück zu Oxmas Die Unchained. Willkommen zurück. Du kannst nicht wirklich verlangen, dass ich da drauf drücke, solange ich den Partner nicht gestartet habe. Schau mal, was ich für ein tolles Profilbild habe. Hm? Was ist das denn für eine Karte? Ortsbogenschützen, Grizzlybären, Schildgrizzlys und Grünwalde. 8 Minuten 50, Ordensschergen. So, war das jetzt so ein Ding? Ah ja, der muss hier rein. Warte mal, was genau hat denn der überhaupt alles? Hä? Ich kriege aber nochmal generell Schaden durch Primärangriffe im richtigen Slot. Also nicht nur spezifisch, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich rede auch nicht über den zweiten Effekt. Weil der Slot-Anpassungsbonus, wenn ich mich nicht irre, sowieso jedes Mal. Also gut, nee, jedes Mal der gleiche ist vielleicht übertrieben. Aber die sind, glaube ich, sehr ähnlich. Also meiner zum Beispiel, ich habe Tötungsrausch. 8% Schaden nach Tötungen, hält 3 Sekunden an. Slot-Anpassungsbonus, 5% Schaden durch Primärangriffe. Genau das gleiche. Über das rede ich gar nicht mehr, weil das sowieso meistens das gleiche ist. Das ist ja ein geiles Bild. Wo siehst du das jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Bei Freunde unten. Ach so, ja, ich wechsle alle Bilder durch. Die ich hab. Tja, was mache ich denn jetzt? Wir brauchen. Ah, warte, das Level. Warte, nee, das sind aber sehr, sehr viele Schilder. Wir brauchen kein Eis. Definitiv nicht. Ich möchte die Drachenlanze haben. Okay. Oder hast du irgendwelche Deckenfallen schon? Ich hab die, die von links nach rechts geht. Und halt die Stunt. Naja. Na gut. Die mag ich beide nicht. Aber du hast Pfeilwände, du hast Stachelboden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich bin soweit. Sorry, dass du immer so lange warten musst. Ich habe viel mehr zum Einstellen, weißt du. Oh, hallo, und auf mein Soldatengesicht. Aber du musst doch gar nichts einstellen. Ja, für das von der letzten Map wird doch passen, oder nicht? Ne Festung da anscheinend. Sieht schon wieder so knochig aus hier. Sind wir jetzt wieder auf der Gegnerseite? Ja, wir kämpfen jetzt gegen Ordenskrieger. Wenn du... Also ich kann es ja nicht mehr sehen, aber weil sobald du den Knopf drückst, in dem ich dann mit dabei bin, siehst du es nicht mehr. Aber wenn du vor diesem Knopfdruck lesen würdest, was da steht, dann wüsstest du viel mehr. Mann, will ich mich langsam. So ein langsamer Held. Schritt 1, Tür öffnen. Alles zerstören, was in der Umgebung ist. Ist auch ein Schritt. Legen wir die hier irgendwo um oder lassen wir die einfach gerade durchgehen? Umlenken? Geht gar nicht. Da ist nichts. Ja gut, bei den Linken könntest du was umlenken. Naja, ich kann sie ja den Weg lang gehen lassen. Wirklich? Nein, theoretisch. Habe ich noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Es gibt Wege, die nenne ich Heldenwege. Wo nur der Held langläuft. Für mich ist das sowas. Was ist das hier? Keine Ahnung, Deadend. Kannst du mir einen Gefallen tun und hier einfach alles voller Pfeile bespicken? Das ist das Simpelste. Alles. Mehr machen wir. Jede Wand. Ich habe keine Lust, ein Labyrinth zu bauen für so ein Level. This one is my favorite. Kann das dein Favorit sein, wenn du die gar nicht im letzten Level auch... Was? Ich korrigiere, was ich gesagt habe. Erst ab hier. Also da vorne noch nicht. Lovely. Ja. I love this trap. Oh, this will be fun. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was an die Decke bauen habe eigentlich. Ich möchte dann lieber hinten backen. Warum freut es sich eigentlich so über die Falle? Die konntest du im letzten Teil gar nicht bauen. Lol. Ja, ist so. Ja, richtig. Jetzt darf jeder alles bauen. Ja. Gibt's die Giftsprüher noch? Du und deine Holzstachel. Nafta macht jetzt keinen Damage mehr. Wait, what? Es ist eine Support-Falle. Hier kann man rausgehen, ja, lieber nicht. Kann sie dir zeigen, wenn du willst, aber.
Mein Gott, Dennis, trau dich ruhig, da passiert nichts. Ja, ist hier kein Geschütz oder so? Vielleicht, wenn du um die Ecke gehst. Das musst du ja nicht machen. Ja, jetzt werden die Fallen gebufft. Yeah. Naja, sie werden nochmal aktiviert. Oder werden die da auch stärker? Habe jetzt nicht drauf geachtet. Das Ding bufft die um 15%. Ach so, das was du platziert hast. Ich dachte, du redest von meinem Schuss. Nein. Ich rede von meinem Pylon. Okay, bei der Taktik laufen sie auf jeden Fall gut. Ah, siehst du, sind noch nicht alle tot. Nächste Welle fängt gleich an. Jetzt kennst du das noch. Oh, kinetischer Puls betäubt schwere Gegner, das klingt gut. Is always welcome. Ja, das ist eine gute Sache. A lovely compliment to my powers. Those minions won't know what so, ich glaube, wir brauchen hier vorne dann nicht mehr weiterkämpfen. Wir machen dann hinten die richtige Killbox. Oder sagen wir die zweite, nachdem hier die Leute ausgesiebt wurden. Hast du eigentlich viel Kohle im Moment? 697. Okay, ich bin am überlegen, ob ich das Feuer so ein bisschen umplatziere, dass du Stacheln einsetzen kannst. Mein Unchain ist ready. Weißt du, was ich nicht wusste? Das habe ich scheinbar voll vergessen. Mein Normal Attack links verbraucht auch Mana. Bisschen scheiße. Oh, das ist ein bisschen negativ. Dafür kann ich so machen. Jetzt habe ich Mana Rack. Übrigens auch, weil das ja für dich wahrscheinlich auch wie ein Spalt gilt. Ah ja, gerne. Ja. Okay, ich würde sagen, du kannst ja da einfach bleiben. Achso, okay, gleich unten. Eigentlich baue ich hier immer was ganz anderes, aber klar, machen wir es mal so. Wird schon schief gehen. This will give them what they deserve. Kommt dir jetzt gar nichts? Ja, siehst du ja, das ist komplett raus. So, das zeigt dann quasi immer an, okay, das ist ja cool. Ja. Dann stell dich mal hier einen hin. I am not faking. Really. The roof will be protected. Ich baue eigentlich immer den vorletzten auf der rechten Seite und den letzten auf der linken Seite, was die Wächter angeht. Die letzte Killbox ist auch auf der linken Seite ganz hinten erst, weil da irgendwann eine Welle kommt, wo alle durchlaufen. Aber ich glaube, das kommt erst, wenn man die Map auf den höheren Schwierigkeiten macht. Sonst würde ich das hier auch niemals so bauen, aber hey, kann schon schief gehen. Oh. Also immer noch auf meiner Seite, bis Ausschnitt. Ach, das bleibt immer noch so, okay. Schwefel ist so teuer, wenn ich Schwefel bauen. Aber egal. Ich mag auch dieses Feuer. Brennt auch. Aber wenn du Geld hast, kannst du zwischen meinem Feuer Stachel bauen. Am Boden. Meinst du jetzt hier oder wie? Nein, zwischen den beiden Feuerdingern. Hä? Ja, der ist doch am Eingang, wieder vorne. Ja. Yes, that will do nicely. Okay, verdammte Schild. So viele Bären. Let's not stop here. Ah, sehr cool. C kann man das mit P schließt man. Man kann das einfach wieder direkt schließen mit einer Taste. Wer was? Ja, dieses Fenster, wo die Skills drin stehen. Also ich drücke U. Hat jeder seine eigene Lane. Das schaut gar nicht mal schlecht hier aus.
Ja, schau dir die Gegend ruhig an, die haben sich echt Mühe gegeben. Schöne Wasserspiegel. Oh, da ist eine Unchained-Plakette. Plakette. Ja, keine Ahnung, wie soll man die Dinger sonst nennen. Du kannst voll, wenn du willst, gerne Unchained jetzt werden. Es sind okay. Sehr viele Gegner da. Ich habe auch drauf gedrückt. Aber der Kobo schon gar nicht benutzt. Gibt glaube ich ein Achievement, wenn man bei einer Meistermap einen Unchained benutzt. Und 5 Schäden schafft. Okay, bei mir ist nichts mehr. Letzte Welle übrigens. Ordensschergen, alle tot. That's the spot. Final wave. So, haben wir die Anschein-Plakette aufgehoben, die hier steht. Gut. The boss minion has entered the battlefield. Von welcher Seite kommt denn der? Ah, von da. They've broken through a gate! A good plan executed violently. Ich werde dann zurückgehen müssen. Okay. Vielleicht hätte ich dort bleiben sollen oder so. Da läuft es schon. Am besten du kommst. Oh, meine Anschein ist wieder voll. Am besten du kommst auch zurück. Warte, meine Frage, was genau mache ich gegen den Heilentsaugenden? Also kann ich da irgendwie verhindern, dass er mein Leben entsaugt? Keine Ahnung. Weil weiter wegrennt scheint auch nicht so gut zu helfen, weil er da irgendwie auch immer noch dran kommt. Ja, für jeden Treffer Mana. Höhe verursacht einen Schaden von kinetischen Puls. Oh ja, das finde ich gut. Okay. Das ist ja auch so relevant jetzt. Aber gut, dass du es dir durchliest. Ja, muss anfangen mir zu merken, welches Bild welcher Skill ist. Nein, das war doch ganz schön lange gerade. Okay, endlich. Sieg. ...33 XP. Ah. 33, ja, das halt jetzt im Bonus. Erling habe ich abgeschlossen. Ich habe Chaos-Prüfungsmodifikationen bekommen. Da solltest du Sachen durchlesen. Ich meine, schau mal hier: Festung der Unchained. Die Unchained-Festung in Center dient in Unchained als neues Hauptquartier und strategische Stellung. Verbündeten der Unchained müssen sie vor den Einheiten des Ordens beschützen, um erfolgreich zu sein. Ja, aber ich habe doch noch nie bei einer Map eine Beschreibung durchgelesen. Ja, richtig. Als nächstes kommt Hochgebirge. Burg Westen ragt über der lebhaften Stadt Weston Unterberg. Über der lebhafte Stadt Weston Unterberg empor. Okay, das stimmt irgendwas nicht. Leider man schützt die Monat vor Eindringlingen. Bei verwinkelten Bahnen der Burg gibt es viel spannende Möglichkeiten für Bildungskombinationen und Kompass. Allein Schwefel. Hochgebirge kann ich nicht. Das ist, glaube ich, eine Map, wo man Sprungfederfallen benutzen kann. Heilwand, Stachelfalle und Schädel. Ich öffne meine Kisten jetzt auch immer gleich, wenn ich schon drauf warten muss, dass du es machst. Kann ich das ja auch erledigen. So, welches Level hast denn du im Moment eigentlich? 6. Schön, das nächste Level ist 7 bis 10, genauso wie die vorherigen 2. Ah, mach mit. Hi, änder dein Bild auch mal. Da hast du hoffentlich mehr als nur das eine. Ja, warte, Profil, Überblick. Kosmetik bearbeiten. Warum geht das jetzt gerade nicht? Ja, geht halt von hier aus nicht. In der Lobby. Ich kann auch nicht drauf drücken. Oh. Ich glaube, das Level kommt so nicht nochmal vor. Nicht? Ah, gut. Bisschen verändert, jedenfalls kommt es. Kommt, es gibt noch mehrere Level, die haben so ein ähnliches Drei-Wege-Design, aber das kommt mir bekannt vor so. Ich nehme jetzt einfach nichts anderes. Ist das eine Ice-Map? Wenn du mal guckst, das Wasser, was zwischen den Wegen ist, also.
Ja, das sind halt Felsen. Ich glaube nicht, dass da Eis ist. Ach so. Sonst hätten wir Eisgegner. Das eher als Eis wahrgenommen. Machen wir im nächsten Part. Wir werden nicht vergessen, ciao. Tschüss.